nicht schlecht. Oh, so die Watermelon. Ach. Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Und wir haben den Sophie, wie ihr sehen könnt, reinbekommen. Der wird jetzt natürlich getestet. Man konnte nicht offensichtlich nur ein einziges bestellen. Deswegen musste ich immer so ein Pack kaufen. Und vier Sorten gibt es mittlerweile. Oder was heißt mittlerweile? Ist brandneu von John Broke. Hat der rausgebracht. Lemon, Watermelon, Bubblegum und... Hä? Pfirsich wahrscheinlich oder so. Okay, da fehlt der Aufkleber. Die Tees sind im Kühlschrank. Werden gerade gekühlt. Ich habe gerade eine Shisha angemacht. Die wird gerade angeraucht. Und dann können wir uns das gönnen. Dann haben wir noch ein Paket reinbekommen. Ich so, hä? Ich erwarte gerade gar nichts. Ich so, erstmal überlegt. Und dann sehe ich hier an der Seite Russland. Und wer aufgepasst hat, der weiß, ich habe was ganz Besonderes bestellt aus Russland. Von Khabib Nurmagomedov. Das wird aber in einem anderen Video getestet. Was ganz witzig ist, weil heute wurde ja angekündigt, dass Crypto.com eine Partnerschaft mit der UFC eingegangen ist. Und Khabib war ja Lightweight Champion der UFC. Mega! Relativ schnell. Da ist er! Ah, coole Sache! So, bin mal gespannt. Wie gesagt, viel Geschmäcker. Design ist markant. Bubblegum. So Männchen. Peach, so Mumie, Lemon, einfach ein Smiley und Melone, so Frankenstein monstermäßig, also bunt, knallig und kindliches Design, vielleicht so Kinderschiene. Viele Eistees, die neu jetzt rauskommen, Shirin David bringt auch einen raus, wir haben hier Capital Bra natürlich. Beziehungsweise hier alles voll. Hat er ja neu rausgebracht. Bali Edition. Große Fans. Melone immer noch Platz 1. Bali dicht auf Nummer 2 neu. Und dann der Rest. Überraschenderweise Zitrone besser. Aber Brati allgemein, ihr wisst, feiern wir krass. Nur Tati hat gesagt, ihm schmeckt Bali Edition nicht. Er meinte nicht mal Top 3. Und es gibt nur 5 Sorten. Das heißt, entweder auf Platz 4 oder 5. Also schlechteste oder vorschlechteste. Ich glaube... Nummer 4, weil er hasst Granatapfel. So. Und von 4Gross haben wir auch alles getestet. Bubblegum natürlich auch. Bubblegum bei 4Gross hat uns nicht getaugt. Getaugt hat uns Honigmelone, Nummer 1. Und ab und zu, je nach Situation, ein paar Leuten Schokoloko. So. Alle vegan. Steht drauf. Nicht mein Geschmack. Ist wie der andere, also auch dieses Bubblegum Flavor natürlich, wie von 4Gross. Weniger süß, finde ich gut. Best, ja, keine Ahnung. Ich weiß, bei den Kindern ist mega beliebt, Bubblegum. Aber nee, danke. Erinnert ein bisschen an, kennt ihr dieses rotes Boom Boom Eis? Und dann unten dieser Stängel, der Kaugummi war. Six Summer Peach. Mein Pfirsich und Zitrone Standard. Welche Eis gibt es nicht in Pfirsich und Zitrone? Pff.
ist okay, also. Null, also nicht 0 auf 15, also Standard Pfirsich-Eistee. Nicht zu süß, nicht zu bitter. Also eigentlich gar nicht bitter. Also eigentlich ganz gut, aber ich vergleiche es natürlich direkt mit Brattee natürlich. Zitrone. Die sind schon frisch, auch kalt, mega. Kann man auf jeden Fall trinken, also besser als... Wir haben ja auch mal alle Eistee getrunken, also schon überdurchschnittlich. Aber keiner von denen hat da jetzt was dieses, wo ich sage, boah, müssen wir auf jeden Fall trinken oder boah, krass. Und Brattee hatte das. Brattee hat das irgendwie rausgebracht, wo man sich denkt, boah, Alter, was ist da drin, Mann? Auch die Sorten. Also zum Beispiel Bali Edition, ich habe ja gesagt, als ich das getestet habe, ich kann den Geschmack mit nichts vergleichen, was ich jemals hatte. Und Pfirsich ist halt Pfirsich, Zitrone ist halt Zitrone, da hat halt jeder. Und jetzt Melone, also Wassermelone. Ist im Trend, Wassermelone. Etwas Saures. Mm. Mm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das gekostet hat. Ich habe einfach alles gekauft. Aber haut mich nicht um, nee. Hat mich jetzt nicht umgehauen. War nicht schlecht, kann man auf jeden Fall trinken. Wenn man Durst hat, kann man das kaufen, wenn man will. Aber ist jetzt nichts, wo ich extra hingehe, nur um das zu kaufen, wie bei Brattee, wo ich das extra jede Woche oder früher jede Woche jetzt verbrauchen wir gar nicht mehr so viel, aber wo ich es extra auffülle, wo ich extra gezielt die Läden absuche sogar. Das ist halt sowas, wenn es da ist, ist da, wenn nicht, dann halt nicht. Wisst ihr, was ich meine? Kann man machen. Viel Spaß, viel Erfolg mit dem Tee. Also ich finde es nicht schlimm, dass jeder einen Tee rausbringt jetzt oder einen Eistee oder irgendein Produkt. Weil viele sagen ja, aufspringen auf den Hype, dies, das mitnehmen. Ja, sollen die Leute halt mitnehmen, wieso nicht, wenn die Reichweite haben. Moment. Hauptsache, das Produkt schmeckt am Ende des Tages. Und wie mehr Produkte es gibt, desto mehr Auswahl haben wir. Ist ja besser für uns. Soll ich euch was sagen, Leute? Ich habe einer Freundin ein paar Fotos geschickt, weil ihre Eltern, also sie kommt aus Russland und ihre Eltern sind gerade nach Russland geflogen. Sie meinte, also ich habe ihr davon erzählt, sie meinte, anstatt so teuer den Versand zu zahlen, hätte ich auch ihre Eltern fragen können, ob sie das mitnehmen. Da habe ich ihr halt Fotos geschickt, dass es schon angekommen ist und so, aber trotzdem danke fürs Angebot. Und, warte, könnt ihr es hier sehen? Mal. Hier, 2.2.21. Und der drunter auch und der hier auch, die sind alle schon über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Alter. Habib, was ist da los, Digga? Aber ich werde es natürlich trotzdem noch probieren, also. Das war's von mir, Leute. Und den ganzen Suchtees. Also, die sind gekommen in einem 6-12er Pack. Werd davon persönlich aber nichts davon trinken. Also, die Jungs können dann am Freitag mal das testen und dann Bescheid geben. Und dann wird das die nächsten paar, ich denke mal, Monate langsam aufgebraucht. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Views ab, folgt uns auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Ansonsten natürlich in DeFi und Bitcoin investieren, Cashflow generieren, serious business und ciao, Leute.